So, herzlich willkommen beim Wolfenstein Let's Play. Und zwar wird das mein erstes Let's Play sein, wo ich wirklich das Spiel jetzt durchspielen werde. Und ja, ein paar Geheimnisse, nee, alle Geheimnisse lüften werde, aber eben ja, das, was eben nicht groß Zeit kostet. Ich will das wirklich versuchen, so schnell wie möglich hier zu schaffen. Und wenn ich jetzt großartig sterben sollte oder so, dann werde ich das wahrscheinlich auch rausschneiden, dass man wirklich, nee, das ganze Video dann an einer Stelle bloß umkrebst. Und ja, da fangen wir mal an. Intros und Zwischenfilme werde ich, soweit YouTube das zulässt, hochladen. Sollte YouTube jetzt, wie zum Beispiel beim Intro jetzt hier, Probleme machen mit Urheberrechtsverletzungen, dann werde ich das Intro nie mit, also werde ich das Intro abbrechen, weil ansonsten ist das Video auf YouTube nicht hochladbar. Also man kann es hochladen, aber man kann es nicht angucken. So, wir spielen auf normal und das brechen wir ab, weil, wie gesagt, Urheberrechtsverletzung. YouTube merkt das und ja, ich erkläre euch gleich, worum es in dem Intro ging. Agent Blaskowitz, come here. Your mission on the Tirpitz was a success, BJ. She's at the bottom of the ocean. Thanks, but I'm more concerned about that medallion I found. So are we. Dozens of specialists are studying it right now. What have they found out? Very little, but enough for us to move forward. The medallion's a symbol that was used by an obscure clan of mystics. They worship something called the Black Sun. Who they were was lost centuries ago when the group was killed in a cataclysmic event. Then, just a few decades ago, the symbol was adopted by the Thule Society, a German occult group that has a number of high-ranking Nazis among its members. No doubt some of them are part of the SS Paranormal Division. They are indeed. But even more intriguing than that are the crystals the medallion contains. They can only be found in one place on Earth, a city in Germany called Eisenstein. We made contact with the resistance fighters of the Kreishaus Circle there. They had some very interesting information. This is General Victor Zeta, a rising star in Himmler's paranormal division. In the last few weeks, he established a large operation in Eisenstein. But what they're doing there is unknown. So you think the medallion was the result of Zeta's work? That's what we need you to find out, Agent Blaskowitz. Your orders are to travel to Eisenstadt, rendezvous with the resistance fighters, and assess the situation. Sorry to send you back into the field so soon, BJ, but you've dealt with this kind of thing before. You're the only man for the job. Not a problem. When do I get started? Immediately. Travel arrangements have already been made. The best of luck to you, Agent Blaskowitz. Thank you, sir. Ja, und wie gesagt, das Info eben, der Blaskowitz, unser Charakter, den wir jetzt spielen, wurde eben eingesetzt, um ein Kriegsschiff mit Raketen vor der britischen Küste eben zu infiltrieren und zu sprengen. Und da hat er eben das Thule-Medaillon scheinbar gefunden und ja, hat eben das Schiff gesprengt und das Medaillon mitgenommen. Und ja, mehr war es nicht. Natürlich sehr actionhaft und ja. So, die Steuerung nochmal ist eigentlich selbsterklärend: ducken, springen, rennen, mit der Maus zu drehen. Und ja. Und schießen. Wird wieder verschiedene Waffen geben. Also jetzt ein direkter Nachfolger zu Return to Castle Wolfenstein. Was in Deutschland ja, wenn ich mich nicht irre, indiziert wurde, aufgrund der Gewaltdarstellung. Aber, naja, wird das bestimmt auch irgendwann wieder, wenn es, also es ist ungeschnitten, ich habe jetzt die englische Version und eben auch mit Hakenkreuzen und mit Gewalt, Blut und so weiter und so fort, Cutscenes und ja, eben ab 18. Die deutsche Version hat keine Hakenkreuze, ist aber ansonsten auch ungeschnitten. Ja, Eric Engel. Ich
Special Operations Train carrying experimental weapons is sitting at platform 1. Und da ist eben ein Zugang gekommen mit solchen experimentellen Waffen von Nazis. Und den müssen wir uns jetzt vornehmen. Boah. Es gibt da überall mehr oder weniger Geheimnisse, beziehungsweise Gold zu finden. Geheimdokumente oder Gold. Zum Beispiel hier. Und das gibt uns dann Waffen, Upgrades. Beziehungsweise, ja, man kann sie freischalten, beziehungsweise Geld, um die zu kaufen. Ja, Gold, das wird immer angezeigt. Das blinkt eben dann. Ja, und ansonsten spielt sich das ähnlich wie Call of Duty. Wir haben keine Heilanzeige, sondern merken das nur anhand unseres und anhand unserer Umrandungen eben, wenn wir getroffen werden, dass wir verletzt sind. Ja, ansonsten spielt sich sehr ähnlich wie Call of Duty. Man muss in Deckung gehen, um sich zu heilen. Ja, hier sieht man schon die Gewalt. Und ja, am Anfang noch normale Waffen, aber später dann auch experimentelle Nazi- bzw. Alien-Waffen. Ja. Ja, es lohnt sich immer ein bisschen zu schauen, weil, wie gesagt, dann gibt es eben Gegenstände und Geheimdokumente, mit denen man jetzt, wie gerade eben gesehen, Waffen freischalten kann. So, Videos werde ich natürlich 10 Minuten lang machen, immer bloß, weil YouTube das so will. So. Ich habe es vorher noch nie gespielt. Ich spiele das also jetzt zum ersten Mal und ja, ich weiß auch nicht, wie es geht, deswegen kann es auch sein, dass ich vielleicht irgendwann mal ein bisschen die Übersicht verliere oder nicht weiß, wo es lang geht. So, nächstes Mal geht's weiter, indem wir die Tür sprengen und den Zug sprengen. Ja. Und dann mal schauen.